ich bin nicht mehr zu Hause. Also das muss man einfach leider so sagen. Manchmal vermisse ich dann doch mein Zuhause. Den Sommer über 4-5 Tage bin ich doch weg die Woche. Eine angenehme Seite am Reisen für mich ist, wenn man dann mal einen Tag off hat und vielleicht eine Stadt noch nicht gesehen hat, auch diese Stadt sich anzugucken, dort vielleicht auch was Neues zu entdecken. Meine Eltern sind Trödelhändler gewesen. Dadurch bin ich quasi zwischen Trödelgegenständen aufgewachsen. Ich sehe mich da halt irgendwie wieder als Kind, wenn ich da über den Flohmarkt spaziere. Wenn ich nach Hause komme, von so einem langen Wochenende zum Beispiel, dann ist nicht das Erste, was ich mache, mich an die Turntables stellen. Setz mich vielleicht auf die Couch und höre einfach Musik. Oder rufe meine Freunde an und sage, hey, hast du Zeit? Ich bin in Berlin. Kochen ist mein Ausgleich für stressige Tage, wo ich meinen Kopf frei kriege, wo ich halt einfach nur in dieser Materie bin, einfach koche. Ich sehe manchmal dabei auch sehr gestresst aus, aber wenn ich dann fertig bin, wenn ich es dann auf den Tisch stelle und dann lächeln alle und ich setze mich dann dazu, ich sack in meinen Stuhl und denke nur, ach, schön. Beim Reisen 1000 tolle Situationen. Es können halt die winzigsten Kleinigkeiten sein. Man ist lange unterwegs und dann ist da das letzte Stück Obst oder so an einem Stand und das ist genau jetzt lecker und es passt genau. Oder man sieht den Sonnenaufgang aus dem Flugzeug oder man hat eine ganz wilde Fahrt mit einem Motorrad durch ein Dschungelstück. Ein Punkt irgendwie, wo man es einfach gar nicht mehr selber wahrnimmt. Man hat halt irgendwie diese Menge, diese Leute vor sich und man guckt immer wieder hoch und denkt, wow. Und du kannst nicht einordnen, wie viele Leute das jetzt sind. Also ob es 1000, 5000, 10.000 sind, das spielt auch keine Rolle, aber die Leute feiern zu meinem Sound und das ist wunderbar.